Hi, das hier ist das Melonenhähnchen. Ein ganzes Hähnchen gegrillt in einer Wassermelone. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für das Melonenhähnchen brauchen werde. Ganz direkt vorab großer Dank an den User Pumod aus dem Grillsportverein, denn der hat dieses Rezept letzte Woche dort vorgestellt. Und ja, es klingt sehr verrückt, also machen wir es einfach mal nach. Wir benötigen ein wunderschönes Bio-Hühnchen. Das hier sind 1,6 Kilogramm aus dem Supermarkt. Das Ganze trifft auf eine gigantische Wassermelone, denn das Hähnchen soll quasi hier drin verschwinden. Wir brauchen eine Bio-Zitrone, wir brauchen Fischsoße, Sojasauce. Das hier ist Great Barrier Beef, das ist eine Gewürzmischung mit vier oder fünf verschiedenen Beeren drin und etwas Pfeffer und Salz. Das sind jetzt erstmal alle Zutaten, die wir am Anfang benötigen. Später für ein Sößchen bräuchten wir noch einen Schluck Weißwein, aber das ist jetzt erstmal alles und wir legen jetzt los. Als allererstes möchte ich mich um die Marinade für das Hühnchen kümmern. Die besteht aus Fischsoße, Sojasauce und Great Barrier Beef. Great Barrier Beef ist eine Gewürzmischung. Da sind vier verschiedene Beeren drin, und zwar Johannisbeeren, Ebereschebeeren, Heidelbeeren und Himbeeren. Deswegen, das mit dem Nachmischen ist immer so eine Sache. Ich empfehle euch einfach, nehmt diese fertige Mischung. So hat Pumod das schließlich auch gemacht. Davon nehmen wir zwei schöne Esslöffel. Darauf kommt ein halber Esslöffel Pfeffer und Salz. Auch da nehmt ihr einfach das, was ihr da habt. Darauf kommen dann zwei großzügige Esslöffel Fischsoße. Sowie vier Esslöffel Sojasauce. So, das Ganze wird dann ordentlich miteinander verrührt, dass wir eine richtig schöne Marinade daraus bekommen. Ich habe jetzt da so eine zähflüssige Sojasauce verwendet, weil ich die ja gerade im Haus hatte. Wenn ihr da handelsübliche Sojasauce verwendet, ist diese Marinade ein bisschen dünner. Also euch nicht wundern. Das ist aber, glaube ich, vollkommen in Ordnung soweit. So, damit ist die Marinade für das Hühnchen fertig. Das habe ich jetzt hier schon in so einer Schüssel drin. Das Gummiband und so weiter habe ich abgemacht. Hals und dergleichen haben wir keinen dabei. Das ist also wunderbar. Jetzt wird also das Hühnchen dann mit der Marinade behandelt. Also richtig schön einmassieren. Ich schaue auch, dass ich die Marinade so ein klein bisschen auch in das Hühnchen reinbekomme. So, das Hühnchen ist fertig mariniert. Hier habe ich meine Bio-Zitrone. Die halbieren wir jetzt, weil letzten Endes brauchen wir nur eine halbe Zitrone. Und die packen wir jetzt in das Hühnchen rein. Dass die dann quasi heiß wird und dann eben ihr Aroma an das Hühnchen abgibt. Ach, wisst ihr was? Komm, hauen wir die ganz rein. Was soll das denn? Gut, damit ist das Hühnchen aber dann fertig vorbereitet. Das stelle ich jetzt kurz beiseite, denn als nächstes kümmern wir uns um die Wassermelone. Noch ganz kurz, die restliche Marinade, die kippen wir natürlich nicht weg. Die kommt gleich noch dann zu dem Hühnchen in die Wassermelone mit dazu. Stelle ich aber gerade mal beiseite. Und dann haben wir hier eine, ja, kapitale Wassermelone, möchte ich meinen. Am besten schaut man einfach, wie sie, wenn man sie rollt, wo bleibt sie stehen, denn so bleibt sie dann später auch auf dem Grillrost stehen. Und jetzt setze ich hier oben das Messer an und wir schneiden sie quasi hier auf, dass wir sie dann hier eben auch aufklappen können. So. Und jetzt gilt es, das gute Stück eben auszulöffeln, damit wir eben Platz für das Hühnchen schaffen. Dafür habe ich mir verschiedene Hilfsmittel bereitgelegt. Das ist der klassische Melonenausstecher, nur ihr seht, naja, das könnte einen Moment dauern. Dann habe ich jetzt hier noch so einen Eisportionierer und klassisch natürlich einen Löffel. Also legen wir mal los und gucken, was am besten funktioniert. Ich starte mal mit dem Eisportionierer. Das scheint recht vielversprechend zu sein, muss ich sagen. Schaut mal, da kann man richtig schön große Stücke mit rausnehmen. Wobei man noch sagen muss, dass diese Melone hier tatsächlich traumhaft ist. Also die ist
schon gut reif und sie riecht tatsächlich ziemlich gut. Wassermelone ist ein Knaller. Das Innere von der Wassermelone, das schmeißen wir natürlich unter gar keinen Umständen weg. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man da Wassermelonen-Sorbet draus machen, also sprich einfach gucken, dass er das Ganze dann dementsprechend einfriert. Wassermeloneneis draus machen, also dass man ein bisschen Sahne drunter macht, das geht auch. Wir werden ein klein wenig von der Melone noch für die Soße nachher brauchen, aber nicht sehr viel. Und ansonsten tatsächlich einfach in den Kühlschrank und dann einfach weglöffeln als Snack im Sommer. Da gibt es also viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall schmeißt er das Innere nicht weg. Ihr seht, da tut sich jetzt schon was vom Platz her. Also alleine was den Spaß am Zubereiten betrifft, ist dieses Rezept schon mal ganz weit vorne. Schaut mal hier die Wassermelone, die ist jetzt richtig schön ausgehöhlt. Das hier ist wie gesagt das Fleisch aus der Wassermelone, das stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Vorher schaffen wir uns aber noch ein bisschen Platz am Deckel. Aber ihr seht, das klappt mit diesem Eisportionierer, klappt das großartig. Eigentlich kann man das Fruchtfleisch hier aus dem Deckel direkt so wegnaschen. So, jetzt schnappen wir uns das Hähnchen und versuchen es mal hier in diese Melone reinzubekommen. Oh, wie man sieht, das passt. Drin ist es schon. Ich versuche es jetzt nur noch gerade. Jawohl, schaut mal. Perfekt. So, ich glaube, so ist ganz gut, ne? Das sitzt da hervorragend drin. So, Hähnchen sitzt drin und wie gesagt, möchte ich eben die Marinade noch weiter verwenden. Das heißt also, das, was jetzt hier in der Schüssel drin ist, sowie den Rest der Marinade aus dem Schälchen, wo ich es angerührt habe, das kommt jetzt alles noch in die Melone hinein. Also schön über das Hähnchen geben. Also ich sag's schon mal vorweg, also ein Hingucker ist das Ganze auf jeden Fall. Probiert habe ich es noch nicht. Ich sag mal, schmecken muss es am Ende, ne? Aber ja, jetzt werden wir mal schauen. Hier ist der Deckel. Der kommt da drauf. Und jetzt kommt das Ganze auf den Grill. So, mein Grill habe ich mir für indirekte Hitze vorbereitet. Das heißt, Brenner hier und hier sind an. Hier in der Mitte ist der Brenner aus. Und ja, dann kommt jetzt hier das Melönchen. Und wir hoffen mal, dass der Deckel zugeht. Ja, natürlich geht der Deckel zu. So, also Melone sitzt jetzt im Grill, Brenner links und rechts sind an, Temperatur im Grill 180 bis 200 Grad. Und das Ganze lassen wir jetzt für Minimum 1,5 Stunden, eher 2 Stunden und dann sehen wir uns wieder. So, gute 2 Stunden bei 180 Grad. Später machen wir den Grill mal auf und da ist die Wassermelone. Und die machen wir jetzt natürlich mal auf und werfen mal einen Blick hinein. So, ein bisschen näher ran. Dann schauen wir mal. Der Deckel klebt ein klein wenig fest, aber den kriegen wir gelöst. So, Deckel ab. Und da ist unser Hähnchen in der Melone. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das schwimmt richtig in der Feuchtigkeit drin. Was großartig ist, denn diese Feuchtigkeit wollen wir auffangen. Die kommt jetzt hier in diesen Topf. Daraus machen wir uns ein leckeres Sößchen. Zu diesem Zweck schnappe ich mir dann aber mal ein paar Handschuhe. Und guck mal, dass ich die Wassermelone jetzt, ohne sie zu zerstören, angehoben bekomme. Das ist gut. Und dann gießen wir das gerade in den Topf. Oh, das riecht schon ganz gut. So, Sößchen hätten wir da. Jetzt möchte ich natürlich schauen, dass ich das Hühnchen auch aus der Melone wieder rausbekomme. Dazu schnappen wir uns mal einen Löffel. Und hebeln das mal so ein bisschen. Oh, das geht aber. Und hebeln das mal so ein bisschen hier raus. Wie ihr seht, hat das Hähnchen natürlich jetzt noch keine Röstaromen bekommen. So, da ist das gute Stück. Hier haben wir noch restliche Soße. Die gehen wir mal hier noch in die. So, das Hähnchen setze ich jetzt oder lasse ich jetzt hier auf dem Grill drauf und lasse das jetzt noch bei indirekter Hitze gute 20, 25 Minuten bei jetzt aber dann wirklich Vollgas, also sprich 220 Grad, grillen, dass es von außen noch ein bisschen Farbe kriegt, weil es ist ja jetzt noch ein bisschen blass. Aber ich glaube, das könnte was werden. Also Deckel zu. So, während das Hähnchen jetzt also auf dem Grill noch Farbe kriegt, kümmern wir uns um die Soße. Das ist wie gesagt die Flüssigkeit, die jetzt in der Wassermelone drin war. Da gebe ich jetzt noch einen Schluck Weißwein mit dazu. Und dann lassen wir das Ganze jetzt dementsprechend aufkochen und dann auch natürlich ordentlich einreduzieren. Gegebenenfalls dicke ich es tatsächlich noch ein bisschen an. Reis habe ich schon gekocht und damit würde ich sagen, sind wir auf dem Weg.
So, gute 20 Minuten später hat das Hähnchen jetzt auch eine entsprechende Farbe bekommen. Gerade in den Keulen gemessen, in den Keulen sind wir so bei 75, 76 Grad. Das soll mir vollkommen reichen. Und jetzt nehmen wir das Ganze eben vom Grill. Gegart war es ja weitestgehend eben in der Wassermelone. Und ich würde tatsächlich auch empfehlen, es in der Wassermelone zu servieren. Deswegen nehme ich es jetzt gerade eben mal aus dem Fännchen raus. Ich habe übrigens hier so ein Fännchen untergestellt, damit ich mir den Grill nicht mit Hähnchenfett flute. Und setze das jetzt mal in die Wassermelone rein. Und dann geht's weiter. Natürlich ist sehr viel Show bei der Geschichte. Wie ihr seht, sieht es aber absolut fantastisch aus. Hier ist also unser Hähnchen in der Wassermelone. Wie gesagt, zum Servieren eignet sich das Ding dann wirklich hervorragend. Die Flüssigkeit ist ja eben aus der Melone raus. Und hier an der Seite habe ich jetzt schon einen Teller mit etwas Reis und eben der Soße, die wir aus der Flüssigkeit gemacht haben. Und ja, ich schneide mir jetzt einfach mal ein Stück von der Hühnchenbrust hier raus. Und dann wird das Ganze natürlich probiert. Das mit dem Schneiden geht tatsächlich auch in der Melone. Ansonsten können wir jetzt die Melone natürlich dann auch zerlegen, dass wir besser an das Hähnchen drankommen. Und ob man die jetzt noch essen möchte, das weiß ich nicht. Also gut, ich lege mich fest, zum Tranchieren solltet ihr das Hähnchen tatsächlich aus der Melone rausnehmen. Aber zum Probieren reicht's und das machen wir jetzt. So, hier habe ich jetzt meinen Teller mit dem Melonenhähnchen und jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. Natürlich schnappen wir uns was von der Haut, denn da ist ja die Gewürzmischung drauf, zusammen eben mit dem Reis und der Soße und dann wohl bekommst. Das ist tatsächlich eine sehr fruchtige Angelegenheit. Also man schmeckt wirklich die Beeren raus. Und bei dem Hähnchen, ich habe es ja gerade eben beim Aufschneiden schon gesehen, das ist tatsächlich mega saftig, also wirklich großartig. Und es ist auch was von dem Geschmack eben an dem Hähnchen mit dran. Im Großen und Ganzen finde ich aber, dass der Aufwand, ob der wirklich gerechtfertigt ist, es ist halt eine Showgeschichte. Es sieht geil aus, wenn du die Wassermelone auf dem Grill drauf hast. Aber ob das jetzt zwingend notwendig ist, um ein geiles Hähnchen zu machen, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich würde tatsächlich ein normales Hähnchen bevorzugen. Zeigen wollte ich euch das Rezept auf jeden Fall. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an den Kollegen aus dem Grillsportverein fürs Zeigen des Rezeptes. Wer mag und wer möchte, kann das sehr gerne nachmachen. Lecker ist es in jedem Fall. Bei der Soße sage ich euch direkt, also meine Frau hat gerade eben schon probiert, fand die mega gut. Sie ist gewöhnungsbedürftig, weil sie einfach in eine völlig andere Richtung geht. Wir haben Wassermelone, wir haben diese Beeren, ja, einen Schluck Weißwein. In der Kombination eine richtig gute Geschichte, aber man muss sich ranfühlen. Wer mag, probiert das gerne aus und ja, da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, habt ihr da oben die Möglichkeit, das sehr gerne nachzuholen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, die ein oder anderen, die mir bei Instagram folgen, haben das hier schon als Instagram-Story gesehen. Wer also mag, folgt mir also auch auf Instagram und ist dann quasi immer live bei den Drehs dabei. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jan von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.